Etta-chan hat's gesehen. Ich heiße Tsuzuchi. Mein Mann Tokusa wurde nur von seiner Mutter großgezogen. Wir leben ungefähr 30 Minuten von meiner Schwiegermutter entfernt, aber... Obwohl wir so nahe beieinander leben, habe ich sie seit unserer Hochzeit vor 3 Jahren nicht mehr gesehen. Als ich sie zum ersten Mal traf... Hier, kurz ins Bad. Ich muss mir ein Gesprächsthema ausdenken. Das Wetter ist schön heute, oder? Ja, das ist es. Oh nein, ich kann das Gespräch nicht aufrechterhalten. Außerdem sieht sie irgendwie wütend aus. Später? Ich will nicht mit euch leben. Ihr beide könnt alleine leben. Ihr braucht doch nicht zu kommen, das ist unnötig. Okay, ich verstehe. Sie will nicht mit uns zusammenleben? Will sie nicht mit mir leben? Ich fragte mich, ob ich etwas gesagt hatte, was sie verärgert hatte. Mit diesen Gedanken im Kopf vergingen 3 Jahre, ohne dass ich sie traf. Eines Tages... Es ist nicht hier. Was suchst du denn? Ein Auflader für meinen Laptop. Ich glaube, ich habe ihn bei meiner Mutter liegen lassen, als ich letztes Mal da war. Tja, ich brauche ihn ja nicht sofort. Ich gehe am Wochenende rüber. Na gut, wenn es so ist. Ich habe morgen frei. Ich kann zu deiner Mutter gehen und ihn holen. Wirklich? Ja, es wird ja mal Zeit, dass ich hingehe. Wirklich? Danke. Am nächsten Tag? Es ist 3 Jahre her. Ich bin nervös. Ja? Hallo, ich bin's, Tsuzuchi. Ach, einen Moment. Es wäre nicht gut, mit leeren Händen zu kommen, also dachte ich bringe ein wenig Süßes mit, aber... Ich glaube, sie mag lieber schmackhaftes Essen anstatt Süßigkeiten. Das hat Tokusa gesagt. Kürbiskompott, frittierte Makrele, Walnussreis. Würden solche Dinge sie wirklich glücklich machen? Ich weiß nicht, welches Essen sie gerne mag, also machte ich Tokusas Lieblingsessen. Tut mir leid, dass du warten musstest, Tsuzuchi. Das hat Tokusa vergessen, oder? Ja, genau, das ist es. Vielen Dank. Tja, dann... Ach, warte! Ich habe heute gekocht. Bitte nimm das. Ich weiß nicht, ob du das magst oder nicht. Du hast all das für mich gemacht? Ja, vielleicht hätte ich auch nichts mitbringen sollen. Tsuzuchi. Ja? Ich habe gerade Abendessen gemacht. Wenn du magst, kannst du zum Abendessen bleiben. Huh? Klar! Ich war überrascht von der Einladung meiner Schwiegermutter. Danke für das Essen. Was, wenn sie sagt, sie hasst es? 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 Dann... Meine Schwiegermutter nahm einen Bissen. Wie schmeckt's? Es ist gut. Es ist lecker. Ein selbstgemachtes Essen. Wie lange ist das her? Es ist lecker. Alles ist lecker. Es tut mir leid, Tsuzuchi. Ich war sehr unfreundlich zu dir. Ich muss dich sehr erschreckt haben. Nein, überhaupt nicht. Das ist in Ordnung. Ich bin schüchtern und schonungslos mit Menschen. Wenn ich über etwas nachdenke, dann mache ich meistens ein angsteinflößendes Gesicht. Ich wusste nicht, wie ich mit dir umgehen soll, also habe ich dich abgelehnt. Mein Mann ist schon früh gestorben und seitdem musste ich stark sein. Selbst nachdem Tokusa groß war, konnte ich mich nicht entspannen. Aber nachdem wir das Essen gegessen hatten, ich habe das Gefühl, meine Brust... Ach, Mutter. Es tut mir leid, es ist wie ein Traum. Ich kann nicht glauben, dass das Essen meiner Schwiegertochter so gut sein würde und so tröstend. Mutter... Es tut mir leid, dass ich nicht öfter zu dir gekommen bin. Ich werde jetzt öfter kommen. Ja, danke. Und einfach so? Ich bin zu Hause. Schön. Hey, hör mir mal zu. Ich konnte meine Schwiegermutter für mich gewinnen. Seitdem ging ich öfter zu meiner Schwiegermutter und kochte und wir aßen zusammen. Manchmal saßen wir einfach nur da und tranken einen Tee zusammen. Das Jahr, nachdem wir ein Kind bekommen hatten? Juri, ich bin's, Oma. Meine Schwiegermutter war sehr gut zu meiner Tochter. Meine Mutter war so glücklich, als du ihr den einen Tag das Essen gebracht hast. Seit mein Vater gestorben ist, hat sie so schwer gearbeitet als Alleinerziehende.
Nachdem sie dein Essen probiert hat, hat sie erkannt, dass ich ein sehr nettes Mädchen geheiratet habe. Sie dachte, dass alles, was sie getan hatte, kein Fehler war und dass ihre Bemühungen belohnt worden waren. Mutter. Danke, Suzuchi, dafür, dass du mich geheiratet hast. Und dass du so nett zu meiner Mutter bist. Ja, ja. Ich auch. Danke. Zuerst war meine Schwiegermutter ein wenig angsteinflößend, aber ich habe so einen netten Mann und eine Schwiegermutter und ein süßes Baby. Ich bin so glücklich. ご視聴いただきありがとうございました。嫌っていたわけじゃなくて、極度の人見知りなだけだったんですね。同居をしないと言っていたのも、人見知りで気を使わせてしまうかもしれないという気遣いだったんでしょうね。優しい世界でほわほわしちゃいます。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また、少しでもいい話だなと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。